Hallihallöchen, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Let's Play Half-Life 2. Mit mir. Genau. Weil wir heute im Startbildschirm starten, liegt daran, weil mich, jetzt ist mir gerade der Name entfallen, den ich gerade noch wusste, mir ein lieber Mensch in den Kommentaren gefragt hat, ob wir denn nicht mal ein Tutorial dazu machen könnten, wie das genau geht. Also erstmal im Voraus, als wir das Game vor gut 2 Monaten damals noch aufgenommen haben, haben wir es auch noch nicht hinbekommen, einen Server zu erstellen. Wir sind nämlich immer auf einen leeren Server gejoint, wo zufällig 2 drauf konnten. Ich glaube, gibt's den noch? Warte mal, hier, da gibt's zum Beispiel auch dann halt Server, wo halt andere drauf sind, aber die sind auch oft leer, also muss halt mal so probieren. Auf jeden Fall wir haben immer so einen Server gemacht, also erstellen tust du ihn eigentlich so, Server erstellen. Dann suchst du dir irgendeine Map aus, nennst die dann, keine Ahnung, Baum. Und Passwort ist dann sowas wie Gras und Port und maximal Spielerzahl, also maximal Spielerzahl lässt du so. Nee, den Port, was steht denn bei dir immer, wenn du machst, was steht denn bei dir für ein Port, Medi? 37015. Ich glaube, das muss man auch so lassen. Bei mir steht 4380. Ja, das, ich glaube, das ist von Standort zu An Standort unterschiedlich. Dann lässt man den Port am besten so stellen und so viele Spiele ein, wie man will. Und dann kann man den eigentlich erstellen. Jetzt lädt er gerade die Daten und sobald er erstellt ist, sieht dann Medi bei sich in der Serverliste, also vorausgesetzt, er hat mich in seiner Steam-Freundesliste, dass ich gerade einen Server erstellt habe und da kann er nachschauen. Ich werde auch dann nachher gleich noch kurz die andere Sicht zeigen, wie du dann auf den Server drauf joinst. Aber jetzt wird erstmal die Welt initialisiert. Die Ressourcen werden geladen. Also wie gesagt, bei uns war es so, bevor Medi damals, warte mal, da warst du ewig lang weg, aber das war weder Bulgarien noch Elternabend. Was war denn da? Wo du ganz, ganz lange weg warst. Frankreich. Genau, wo er in Frankreich war, ging es davor nicht, das mit dem Server stellen. Als er wiederkam, hat er gesagt, so, das geht jetzt und es ging wirklich. Auch wenn wir nichts daran gemacht haben. Also, ich weiß nicht, ob man warten muss, ob man, keine Ahnung, also bei uns ging es einfach plötzlich aus dem Nichts. Vielleicht lag das auch irgendwie an den Maps, weil wir waren ja da schon bei anderen Maps, oder ne? Kann auch an den Maps liegen, das stimmt. Aber, also ich glaube, es ging ab. Boah, keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt bin ich hier auf dem Server und Medi müsste mir jetzt eigentlich nachjoinen können. Das Lustige ist, bei mir steht Server antwortet nicht. Also versuchen wir es einfach, wenn ich einen Server erstelle, weil bei mir ging es bis jetzt immer. Wo waren wir denn? Also bei dir steht auch, dass der Server nicht antwortet. Ja. Moment. Okay, dann würde ich sagen, lest nicht. Ah, da, ja, ich öffne jetzt den Server. Ja, aber dann, okay, also. Und wieder zurück. Leider war ich gerade zu intelligent und habe einfach so das Spiel geschlossen. So, Mei, dann würde ich sagen, machst du jetzt einfach mal einen Server und ich Habe trage. ich. Okay, dann sag mir mal bitte kurz die Daten. Musst du gar nicht wissen. Musst auf Freundesliste gehen, auf Ja, Spiel betreten aber und dann. wenn es bei mir nicht funktioniert und bei dir schon, dann müsste es ja an deinen Daten liegen. Dann habe ich vielleicht irgendwie falsche Daten drin. Hab keine Ahnung, warte mal. Wie gesagt, Hab wir halt müssen es. einfach Port, den, also 27015 habe ich Port. Und sonst habe ich eigentlich nichts anders wie du. Dann lag es Als du. wahrscheinlich am Port bei mir. Also müsst ihr bei Port 27015 machen. Wie gesagt, ich bin mir da jetzt auch nicht sicher. Wir haben uns auch ein paar Tutorials angeguckt. Anfangs ging es nicht und dann ging es plötzlich. Wenn es bei euch nicht geht, dann probiert es mal über LAN aus. Das müsste auf jeden Fall funktionieren. Und ansonsten liegt es entweder in den Maps oder ihr müsst lange warten. Wie gesagt, wir wissen da leider selbst auch nicht so viel drüber. Ich sag wieso, wir haben einfach Glück, dass es bei uns funktioniert. Ja, wir sind doch auch nur kleine Bambis, Mann. Hast du schon? Ja. Okay, warte. Zurzeit spielt keiner ihrer Freunde. Na, du musst über Freundesliste und dann auf Spiel betreten. Ah, scheiße. Ah, da, okay. Server antworten, die steht bei mir jetzt auch. Wieso geht das auf einmal nicht mehr? Juhu! Ich versuch mal. Versuch mal den hier. Was hast du gemacht? Die letzte Map geladen, also die von letztem Mal.
Aber bis jetzt bin ich immer über Server verbunden, wo dann steht, zurzeit spielt keiner ihrer Freunde. Aber ich mach nochmal über die Synergy-Konsole. Nein, nicht mein Problem. Geht dahin. Server antwortet nicht. Komisch. Warte mal kurz. Okay. Irgendwie gibt es keinen Sinn für mich. Wir wollen es erklären und es funktioniert plötzlich nicht mehr. Patrick macht nie wieder ein Tutorial. Nie wieder. Okay. Weil dann geht einfach alles kaputt. Nee, Alter, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, Mann. Die sollen aufhören, mich einzuladen in LOL. Okay, halt offline. Habe ich, Aber bis jetzt ging's ja immer und jetzt geht es überhaupt. Das ist halt Baum, ne? Sollen wir bei der Synergy nochmal neu starten? Wird mal, ich schau mal, vielleicht Firewall oder so. Immer schön Firewall ausmachen, Kinder. Sehr toll. Ja, ich habe meine eigentlich immer an. Außer, ja, okay, jetzt muss ich sie nämlich ausmachen. Früher habe ich sie wegen Hamachi immer ausmachen müssen, aber jetzt hat mehr an. Nitrado-Server, ich muss mich kurz am Ohr kratzen. Gott, sieht das in der Cam scheiße aus. Meine Haare könnte ich eigentlich auch mal kurz ein bisschen. Reicht. Ich muss ja. Oder warte mal, so geht's am besten. So, Moment. Er teilt sich so aus, als hätte ich eine Glatze, das will ich auch nicht. Wieder zurück Jetzt. zu den Anfängen, so. Was? Ich mache jetzt einen Server auf. Mal schauen, ob das jetzt geht. Ich habe jetzt bei den Einstellungen die Regelung für Synergy, dass da halt die Firewall nicht zugreift oder nichts macht. Ja, hast du schon? Lädt gerade, glaube ich. Ah, jetzt stürzt es ab, juhu. Ja, Leute, wie gesagt, das ist halt sehr instabil, weil halt Half-Life 2 nicht für den Together-Modus gedacht war, aber wie gesagt, bei Es Mac liegt ist nicht da dann. Half-Life vorbei. 2 stürzt auch so oft ab. Das ist halt einfach die Source Engine. Halt einfach ein altes, schönes Spiel. Das ist halt einfach gut. Wie gesagt, wenn es bei dir in deinem Freund nicht funktioniert, ich weiß nicht, woran es liegt. Wie gesagt, warten, über LAN versuchen, keine Ahnung. Hoffen. Ja, genau, be beten zu Gott. Genau, versuche jetzt mal. Jetzt muss es eigentlich gehen, denke ich mal. Nö, Server antwortet nicht mehr. Das ist jetzt natürlich schon doof, ne? Ja. Und was machen wir jetzt? Blöd, ne? Schon ein bisschen. Vor Sag allem. du mal dein Ding, Leute, Synergy. Ja, okay, dann Aufnahme bis gleich. Ja, und hier sind wir auch schon wieder. Das ist jetzt nicht unser Half-Life-Server, sondern wir sind jetzt auf irgendeinem gechampt, weil es bei uns aus Gründen, die wir selbst nicht nachvollziehen können, funktionieren. Deswegen müssen wir jetzt hier auch ausweichen. Wir hoffen, dass es bis zum nächsten Mal wieder geht. Und ich möchte mich jetzt auch bei dir entschuldigen, der das Tutorial wollte, dass es hier so fällig war. Wenn es bei dir immer nicht funktioniert, du siehst, bei uns funktioniert es gerade auch nicht. Also können wir dir leider nicht helfen. Aber jetzt geht es ja schon weiter mit Zocken. Ihr könnt ja außerdem ein bisschen Spaß haben auf anderen Servern, so wie wir jetzt haben. Ja, Und vielleicht. also für ein Let's Play braucht man halt einen eigenen Server. Aber so, ich meine, zu 10 finde ich das bestimmt doch mal ziemlich drollig. Naja, du rusht halt einfach durch und es ist ziemlich lame, aber wenn du die 10 Leute kennst, ist es natürlich lustig. Also findet 10 Menschen, die Synergy, Half-Life haben und dann geht's ab. Und Und wenn du Let's Play machen willst, dann mach es zu 10. Was? wir müssen das jetzt ausschalten für unsere Sklaven.
Ich meine natürlich Freunde. Okay, du ballerst rum und ich werf mit dem Scheiß rum. Jetzt ist hier niemand zum Rumballern. Aber du hast gesagt, ich soll ballern. Kommen die jetzt? Vielleicht früh. Wir gehen jetzt ins Gefängnis, ich weiß zwar nicht. Achso, ja, die haben, glaube ich, Alex' Vater gefangen. By the way, ich habe auch gerade ein bisschen wenig FPS, weil ich im Hintergrund noch die Minecraft-Folge rendere, die ihr vorher eventuell schon gesehen habt. Wie viel ist bei dir wenig FPS? Oh, fuck. 40. So, das war... Granate. Nimm meine Lieblingswaffe. So, dann nimmst du deine Lieblingswaffe und ich nehme das andere. Okay. Kommt mit, ihr. Ist das bei dir auch pink? Ne. Bei mir schon. Egal, dann haben wir halt mal eine pinke Folge. Sonst wird immer schön variiert. Ich hatte schon mal eine pinke mit Erik. Müssen wir da rein in das pinke Theater? Du hast mich betrogen, du Arschloch. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen weiter. Okay, du wirfst mit dem Zeug rum und ich baller. Weil du hast eh kein Aim. Patrick, ich hab gedacht... Patrick, wo bist du? Ich, hier war eine Waffe. Du sollst hierher kommen, Mann. Ich war abgelenkt. Du wirst immer abgelenkt, du bist nie dabei. In Ruhe. Ich hab gesagt, du wirfst mit den Kugeln da rum, damit die angreifen. Welche Kugeln? Ach so. Du merkst nicht mal, welche Items sind. Du bist wie mein Vater, einfach nur lang. Da kommt gar nichts mit. Los! Angriff! 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 Wo haben wir denn schon gesehen? Gebt auf! Gebt auf! Ich weiß übrigens nicht, was ihr macht, das Pinky hier liegt auch alles in seinem G. Ah, ich habe die Sirene ausgemacht. Interessant. Wenn ich auf die schieße. Ups. Wenn du auf mich schießt, passiert nichts. Doch, ich hab. Du hast Dieter getötet, du Arschloch. Nein, ich hab Dieter nicht getötet, es war Herbert. Oh, Difficulty 1, das ist ein bisschen zu einfach, warte mal. Call a vote. Change skill level to normal. Geht nicht. Mist. Gut, dann sind wir jetzt halt Noobs, weil wir können nur auf leicht spielen. Wir haben zu viel Angst für normal. Genau. Ah! Lenkt sie ab. Los. Hallo, hier, leichtes Ziel, das nichts drauf hat. Hallo. Hey, schießt auf mich. Hey, ich lenk dich ab. Medi, wie lange muss ich dir noch... Wie lange muss ich... Ich habe eigentlich die Teile gemacht. Wie lange muss ich hier noch ablenken? Medi. Ich kann nicht mehr rennen, ich sterb gleich. Medi, wie lange muss ich hier noch ablenken? Medi. Medi, ich hab ihn. Ich kann ihn nicht mehr ablenken, ich bin tot. Medi. Du bist so nutzlos. Ich hab ihn abgelenkt. Gelonken? Ja. Gelonken. Donk. Donk. Wo müssen wir eigentlich lang? Baum. Da oben, oder? Oder ich glaube, wir müssen. Wo müssen wir hin? Ich verfolg dich mal. Ach, oh, fuck. Das, lol. Okay, da geht's weißt, nicht hin. Da kann man lang gehen, aber wenn man da hingeht, kriegt man Schaden. Im Wasser. Wasser ist so unglaublich gefährlich. Ja. Das hat einen pH-Wert von minus 3. Eigentlich ja von 7. Und eigentlich geht ja pH-Wert nur von 1. Ja nicht. Doch, natürlich ist Wasser ein pH-Wert von 7. Es gibt auch saures Wasser. Ich rede ja auch gerade von normalem Wasser, du hässliches, stinkendes Teil. Zum Beispiel Salzwasser hat einen höheren pH-Wert. Ja, aber pH-Wert geht vor allem nur von 1 bis 14 und nicht bis minus 3 runter. Ja, das war ja auch nicht der Witz. Der Witz war nicht gut. War auch nur so ein, by the way, Randbemerkung-Joke.
Das war so ein Bulgarenwitz. So wie viele Bulgaren braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln? Eine mit Laut.